Was wir wollen, ist nämlich das Folgende. Jetzt geht es also um die Semantik, die Bedeutung. Was wir wollen, ist, wir haben irgendeinen regulären Ausdruck. Also Alpha ist irgendein regulärer Ausdruck. Und wir wollen, dass diese regulären Ausdrücke Platzhalter, oder Sie können das auch betrachten als Abkürzungen, für bestimmte Sprachen sind. Also jeder reguläre Ausdruck soll stehen für eine bestimmte Sprache. Und um deutlich zu machen, was der Unterschied zwischen dem regulären Ausdruck und der Sprache ist, nehmen wir so ein geschwungenes L. Wir schreiben das so. Also das soll bedeuten, ich sag mal, die zu Alpha gehörende Sprache. Also eine Sprache ist ja, Sie entsinnen sich, eine Sprache ist einfach eine Menge von Wörtern. Und wir wollen also so, Sie können betrachten reguläre Ausdrücke als so eine Art Kurzschreibweise für bestimmte Sprachen. Damit kann man nicht alle Sprachen darstellen, aber viele. Und zwar, wie sich herausstellen wird, genau die, mit denen wir uns zurzeit gerade beschäftigen. Dafür müssen wir Regeln haben. Das ist das, was man, was wir da mit Römisch 1 bis Römisch 6 im Skript stehen haben. Jetzt habe ich in letzter Zeit gar nicht viel zu Nummern gesagt. Das hier oben, das können Sie sich aber auch alles selbst denken, das hier oben wäre Lücke 141 gewesen. Und jetzt machen wir mal Lücke 142. Und überlegen uns, wie das gemeint ist, was da steht. Also in den Punkten Römisch 1 bis Römisch 6 steht, für bestimmte reguläre Ausdrücke, welche Sprache damit jeweils konkret gemeint ist. Und dann wird eingegangen auf diese drei Bildungsregeln, die wir hatten. Und wie Sie das vielleicht entsinnen von rekursiven Definitionen, haben wir damit eigentlich komplett für jede Sprache beschrieben, wie es gemeint ist. Für jede Sprache, die wir mit regulären Ausdrücken überhaupt hinschreiben können. Fangen wir mal an. Da steht in Römisch 1, das hier soll das sein. Das heißt mit anderen Worten nichts weiter als, dass die leere, dieses Zeichen für die leere Menge das Symbol für die leere Menge ist. Das ist sehr beruhigend, denn das ist das, was wir auch gehofft hatten, dass wir nicht dem Zeichen eine neue Bedeutung geben. Also da steckt überhaupt nichts intellektuell Anstrengendes dahinter. Das bedeutet nur, wir nehmen dieses Zeichen als Platzhalter für die Menge, die wir sowieso immer damit schon gemeint haben. Im zweiten Schritt passiert was ähnlich wenig Aufregendes. Das hier soll ein Platzhalter sein für die Menge, die nur aus diesem einen Wort besteht. Also diese Zeichenkette, das Epsilon, steht für die Sprache, die nur dieses eine Wort hat. Okay? Und das nächste ist dann auch ganz einfach, wenn wir sowas haben wie einen einzelnen Buchstaben, ein einzelnes Symbol, zum Beispiel den Buchstaben X, dann soll L von X nichts weiter sein als die Menge, die nur diesen einen Buchstaben enthält. Für den Fall, dass X eins von den Zeichen ist, die aus unserem Alphabet sind. Das ist Regel 3. Brauchen Sie eigentlich nicht mitzuschreiben, weil das ja alles im Skript steht. Und die Regel 4 besagt, dass das Pluszeichen für Vereinigung steht. Da gucken wir uns gleich mal ein Beispiel für an. Also Regel 4 besagt, wenn ich einen regulären Ausdruck habe, der folgendermaßen aussieht. Ich mache das mal farbig. Das Blaue ist der reguläre Ausdruck. Und die Sprache, die zu diesem regulären Ausdruck gehören soll, ist die Sprache, die zu dem linken Ausdruck gehört, vereinigt mit der Sprache, die zu dem rechten Ausdruck gehört. Also salopp gesagt, das Plus steht für Vereinigung. Ja? Und das kann ich so definieren, weil ich davon ausgehe, dass diese Dinger hier schon bekannt sind. Da machen wir mal ein Beispiel dazu. Die Sprache, also wenn unser Alphabet wieder die Zeichen 0, 1 sind,
dann könnte ich mich fragen, was das hier bedeuten soll. Was soll dieses Zeichen bedeuten? Also mit anderen Worten, was ist die Sprache, die zu diesem Zeichen gehört? Und da können wir jetzt nachgucken, da müssen wir in dieser Bildungsregel hier nachgucken. Das bedeutet nach Regel 4, das ist die Sprache, die zum Zeichen 1 gehört, vereinigt mit der Sprache, die zum Zeichen 0 gehört. Was ist denn die Sprache, die zum Zeichen 1 gehört? Da gucken wir in Regel 3 nach. Da steht, das ist Singleton 1. Und die Sprache, die zum Zeichen 0 gehört, können wir auch in Regel 3 nachgucken, das ist Singleton 0. Und das hier können wir noch ein bisschen einfacher hinschreiben, oder? Die Vereinigung dieser beiden Mengen. Die Menge mit den beiden Elementen 0, 1, mit den beiden Symbolen oder Wörtern, je nachdem, wie Sie das nennen wollen. Also in diesem konkreten Fall, unser erstes etwas komplizierteres Beispiel, bedeutet das, dass dieser reguläre Ausdruck hier für diese Menge steht. Jetzt werden Sie an dieser Stelle zu Recht sagen, was redet er immer von Abkürzung? Das sind doch gar nicht weniger Zeichen als hier. Wir werden aber gleich an anderen Beispielen sehen, dass es dann tatsächlich weniger Zeichen werden. Wir haben noch zwei andere Regeln. Das Hintereinanderschreiben soll für die Konkatenation stehen. Ich habe also hier zwei reguläre Ausdrücke, die hintereinander stehen. Das möchten wir so interpretieren, dass damit gemeint ist die erste Menge und dahinter gehängt konkateniert die zweite Menge. Und was bleibt da noch übrig? Da bleibt noch übrig der Clean-Stern. Und der soll so gemeint sein, wie er auch bei Mengen, also bei Sprachen gemeint ist. Wir haben also links einen Clean-Stern, den würden wir so schreiben. Und rechts haben wir auch einen Clean-Stern, nämlich die Sprache, die zu Alpha gehört und von dieser Sprache Clean-Stern. Und da sollten wir uns jetzt vielleicht auch mal Beispiele angucken, um klarzumachen, wie diese Regeln 5 und 6 gemeint sind. Beispiele. Ich bleibe mal bei unserem Alphabet 01. Die Sprache, die zu dem regulären Ausdruck 010 gehört. Was ist das? Welche Regeln muss ich da anwenden, um hier drauf zu kommen? Die Kulla? Die Kulla-Regel, Regel 5. Ne? Da wende ich Regel 5 an. Und jetzt muss ich natürlich so ein bisschen hier mal überlegen, wie muss ich denn da überhaupt vorgehen. Ich kann jetzt sagen, dieser Ausdruck hier 010, den kann ich interpretieren als erst 01 und dann 0 oder erst 0 und dann 10. Da sind wir jetzt gar nicht so genau gewesen, wie wir eigentlich hätten sein müssen. Sie glauben mir aber hoffentlich, das können Sie sich selbst überlegen, dass es egal ist, wie wir das machen. Ich mache das jetzt mal so, dass ich sage, das ist nach dieser Regel die Sprache, die zu 01 gehört, Kulla, die Sprache, die zu 0 gehört. Also die beiden hier ineinander gehängt. Und dann wende ich die Regel einfach nochmal an, Regel 5, auf das, was hier vorne steht. Und dann habe ich insgesamt die Sprache, die zu 0 gehört, Kulla, die Sprache, die zu 1 gehört, Kulla, die Sprache, die zu 0 gehört. Ja? Und jetzt muss ich natürlich weitermachen. Das ist jetzt Regel 3, ganz einfach. Da steht ja immer ein einzelnes Symbol. Das hier ist also Singleton 0. Nur das Symbol 0. Kulla, Singleton 1. Kulla, Singleton 0. Und was ist das dann? Hintereinander hängen. Einfach. Und Sie sehen, hier kommt jetzt im Gegensatz zu dem Beispiel, was wir eben hatten, eine Menge raus, die nur aus einem Element besteht. Das ist also ganz simpel zu lesen, solange Sie so einen regulären Ausdruck haben, der nur eine aufeinanderfolgende Folge von Zeichen ist, steht der einfach für das entsprechende Wort. Ganz einfach. Ja. Was wir noch nicht gehabt haben, ist der Clean-Stern. Da denken wir auch mal drüber nach.
sagen wir mal, wir machen gleich mal weiter. Wir wissen ja schon, ne, wieso, machen wir es so. 00 Stern. Also das hier ist mein regulärer Ausdruck. 00 oben Stern. Und das wollen wir jetzt auch mal auseinanderfieseln als letztes Beispiel für heute. Das ist nach der Regel 6. Diese Sprache hier und davon Stern. So. Und diese Sprache hier, das funktioniert genau wie hier oben. Das ist lediglich dieses eine Wort. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, diesen Stern mitzunehmen. Jetzt haben wir also diese Menge, die nur aus einem Wort besteht, mit einem Stern obendran. Was ist das denn jetzt? Der Clean-Stern von dieser Menge. Die Menge, die man zum Beispiel so schreiben kann. Punkt, Punkt, Punkt. Oder mit entsprechend anderen Mengenschreibweisen, zum Beispiel Anzahl der Nullen ist durch 2 teilbar oder wie immer Sie das schreiben wollen. Ich denke, wir machen nächstes Mal noch ein paar Beispiele, aber vielleicht gebe ich Ihnen hierzu auch schon mal Hausaufgaben.